Hallo Leute, es geht weiter mit dem bekloppten, verrückten Professor Hoyo. Das Resultat! So, das war klar, dass jetzt ein Kampf kommt. Deswegen auch der Cut das letzte Mal. Genug Zeit. Shiva will ich jetzt eigentlich nicht. Ich mach nochmal wieder Ramu. Und bei ihm mache ich Shiva und... Ja, wir machen einfach mal, ne? Wir machen einfach mal. Das war nicht so stark. Machen wir mal Shiva. Ich will aber nicht Ritter der Runde gleich machen. Ich will das halt auch noch mal ein bisschen ausreizen, welche anderen Beschwörungsmaterien noch gut gehen. Leider habe ich ja nur 3 Leute gerade. Allerdings kann ich die, glaube ich, auch untereinander austauschen. Oder? Nö. Nicht so. Machen wir mal Alfred. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, Alfred. Und wenn wir die einfach direkt angreifen, könnte auch gut gehen. Wir greifen mal den Hoyo direkt an. Eine Limit. Auch immer gern gesehen. Na, mal sehen, wie der Marco-Saft reagiert. Oh Mann, der hat so viel Scheiße mit sich selber gemacht. Unglaublich. Das war bestimmt jetzt nur die erste Runde. Ja, war nur die erste Runde. Phönix kann ich nicht machen, weil ich nicht genug Ether habe. Das ändere ich mal. Wir machen mal Blitz 3 und Ultima auf alle. Wenn das gut reinhaut, macht er das jetzt 4-mal hintereinander. Also er macht eh 4-mal hintereinander. Ich hoffe, es heilt ihn nicht. Bitte lass es ihn nicht heilen. Nein, es greift ihn an. Sehr gut. Viermal Ultima. Das haut rein. Nicht zu stehlen. Blitz nochmal. Und Feuer mache ich auch nochmal. Und dann greife ich ihn auch einfach mal so nochmal an. Vielleicht sollten wir auch eher den anderen Arm angreifen. Ja, das ist gut. Jetzt liegt das Ding da am Boden. Jetzt kommt die dritte Runde, oder wie?
Mhm. Okay. Ich würde natürlich auch gerade gerne andere Leute beschwören können, aber ich finde es auch ganz gut, dass bestimmte Personen bei mir auch nur bestimmte Materia immer benutzen. Dann habe ich immer ganz guten Überblick und tausche dadurch auch automatisch immer mal die Leute aus. Combo. Tiefer beschützt Cloud. Okay, ich schlafe, kann ich nichts machen. Weck doch mal andere auf. Er macht immer einen Gegenschlag, das haut nochmal mal extra rein. Je öfter mich das Ding angreift, desto mehr... Es geht jetzt die ganze Zeit hin und her, oder was? Auch nicht schlecht. Gib mir doch ein Schweigen. Es nutzt bei mir nichts. Und Gegenkonter. Und Gegenkonter. Gegenkonter, es geht immer automatisch. So lange, bis das Vieh tot ist. Genau. Währenddessen die anderen schön geschlafen haben. Freut mich für euch. Ja, die sind ja ordentlich gut abgelevelt hier in den letzten Kämpfen. Die Leute. Hojo ist weg. Der Spinner. Ich kann nicht fassen, dass Ifirot Hojos Sohn ist. Der Vater. Shinra ist erledigt. Der Meteor. Noch 7 Tage, das sagte Großvater jedenfalls. Red, 13, willst du die Leute in Cosmo Canyon wiedersehen? Ja. Du willst Marlene sehen, nicht wahr? Keine Frage. Wir werden Sephiroth schlagen. Wenn wir dann die Kraft von Holy nicht in 7 Tagen freisetzen, gibt es keinen Planeten mehr, der zu beschützen wäre. Wenn wir Sephiroth nicht besiegen können, sind wir so gut wie tot. Wir sterben nur ein paar Tage früher als die anderen, die durch den Meteor umkommen. Sprich nicht von einer Niederlage, ehe der Kampf begonnen hat. Nein. Ich wollte sagen... Wofür kämpfen wir? Ich will, dass das jedem klar ist. Für den Planeten, für seine Zukunft. Das hört sich edel an. Aber geht es wirklich nur darum? Bei mir geht es um etwas ganz Persönliches. Ich will Sephiroth schlagen und meine Vergangenheit begraben. Dadurch rette ich auch den Planeten. Ich habe nachgedacht. Ach was, Cloud. Ich meine, wir alle kämpfen für uns selbst. Für uns und für andere oder für Ziele, die uns wichtig sind. Dafür kämpfen wir. Deshalb kämpfen wir weiter für diesen Planeten. Du hast ja recht. Es klingt cooler, wenn es heißt, den Planeten retten. Aber ich war auch derjenige, der den Mako-Reaktor hochgejagt hat. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass das nicht der richtige Weg war. Viele meiner Freunde und Unschuldige mussten darunter leiden. Zuerst war es Rache, dafür, dass Shinra meine Stadt zerstörte. Aber jetzt? Ja, ich kämpfe für Marlene. Für Marlene. Für Marlenes Zukunft. Ja, ich glaube, ich möchte den Planeten um Marlenes wegen retten. Dann besuch sie, verschaff dir Klarheit und komm zurück. Jeder verlässt das Schiff und sollte versuchen, die persönlichen Gründe selbst rauszufinden. Ich will, dass ihr euch sicher seid, erst dann sollt ihr zurückkommen. Vielleicht kommt keiner zurück. Der Meteor wird uns sowieso töten. Kein Gerangel mehr. Ich weiß, weshalb ich kämpfe. Ich kämpfe, um den Planeten zu retten und damit basta. Aber da gibt es auch etwas ganz Persönliches. Eine persönliche Erinnerung von mir. Wie steht es bei euch? Ich möchte, dass jeder dieses ganz Persönliche in sich findet. Wenn es jemand nicht findet, dann ist das auch in Ordnung. Wir können nicht ohne einen Grund kämpfen, oder? Ich nehme es keinem übel, wenn er nicht zurückkommt. Yo, Cloud.
Was wirst du machen, Tifa? Hast du's vergessen? Ich bin ganz allein. Ich hab niemanden auf dieser Welt. Doch, du hast Cloud. Alle sind weg. Ja, es gibt nichts und niemanden, woran wir uns klammern können. Du hast recht. Aber ihr könntet doch zusammen sein. Aber ich bin mir sicher, dass sie eines Tages zurückkommen werden. Glaubst du nicht auch? Ich weiß nicht. Alle Menschen haben etwas Unersetzliches, an das sie sich klammern. Aber dieses Mal ist unser Gegner... Aber das ist in Ordnung, selbst wenn niemand zurückkommt. Solange ich mit dir zusammen bin, solange du an meiner Seite bist, werde ich nicht aufgeben, auch wenn ich Angst habe. Hey, Tifa. Tifa, das ist aber nett von dir, dass du das gesagt hast. Egal, was früher war, im Grunde waren wir sehr weit voneinander entfernt. Aber als wir dann im Lebensstrom waren, von all den Angstschreien umgeben, glaubte ich, deine Stimme zu hören. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr, aber tief in meinem Herzen hörte ich dich meinen Namen rufen. Zumindest dachte ich das. Oh, dieses Gesülze, Tifa. Ja, ich hörte dich rufen. Du hast mich aus dem Bewusstseinsstrudel im Lebensstrom zurückgerufen. Nun, ich hatte es schließlich versprochen. Ich hatte versprochen, dass ich dir helfen würde, sollte dir je etwas zustoßen. Heißt das, du liebst mich? Cloud, glaubst du, die Sterne können uns hören? Glaubst du, sie können sehen, wie sehr wir für sie kämpfen? Ich weiß nicht, aber ganz egal, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht und an uns selbst glauben. Eines Tages werden wir die Antwort finden, nicht wahr? Das habe ich von dir gelernt, als ich im Lebensstrom war. Das war aber damals wirklich nett, dass sie ihm geholfen hat, also da sollte er ihr wirklich dankbar sein. Ja, genau. Würde sie ihn nicht lieben, hätte sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und dann wäre Cloud ein verkrüppelter Marco-Spasti. Hey, Tifa, es gibt viele Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Echt? Was denn? Aber jetzt, wo wir zusammen sind, weiß ich nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Ich fürchte, es hat sich nichts geändert. Man möchte fast lachen. Oh, küsst euch doch einfach. Cloud, es sind nicht nur Worte, durch die man Menschen etwas mitteilen kann. Auch Küsse können Wunder wirken. Schalalalalala, nein, oh nein. Küss sie doch. Ach, wie süß. Haben sie sich doch gefunden. Es dämmert schon bald. Entschuldige, hab ich dich geweckt? Es dämmert schon bald tiefer. Guten Morgen, Cloud. Haben sie die Nacht zusammen verbracht? Ach, heute, gib mir noch etwas Zeit, nur ein bisschen. Dieser Tag kommt nie mehr zurück. Lass mich diesen Moment auskosten. Wie du willst, mein Schätzchen. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir zusammen sein können. Warum denn? Wenn ihr die Welt rettet, habt ihr Zeit der Welt zusammen. Wir gehen wohl besser. Aber ich... Schon gut, Tifa. Du hast das gestern selbst gesagt. Zumindest müssten wir nicht allein gehen. Ja, das stimmt. Klar, los. Cloud und Tifa, Tifa und Cloud. Cloud und Tifa, Tifa und Cloud. Das Luftschiff ist etwas zu groß für uns zwei. Ja, es ist etwas einsam ohne die anderen. Keine Sorge, es wird schon schief gehen. Die anderen kommen doch noch. Ich werde genug Krach für alle machen.
Außerdem bin ich der Pilot. Keine Spazierfahrten mehr wie vorher. Wir werden kaum Zeit haben, uns einsam zu fühlen. Spazierfahrten. Was ich nicht alles machen musste nebenbei. Hm? Es bewegt sich. Barrett, sit. Seid ihr fertig? Red. Warum habt ihr nichts gesagt? Naja, Sid? Hey, Red. Bloß nicht einmischen. Pass auf, was du sagst. Habt ihr gelauscht? Sie schämt sich voll. Süß. Vincent. Yo, Vincent ist auch dabei. Gangster in the house. Warum guckst du so komisch? Willst du nicht, dass ich mitkomme? Nein, nur du bist immer so kühl. Ich dachte, es wäre dir egal, was passiert. Kühl? Das ist nun mal meine Art. Tut mir leid. Ich mag Vincent. Er ist halt ein echter Vampir. Naja, nicht ganz echt. Er wurde halt dazu gemacht. Na, sieh einer an, der Shinra-Manager ist wieder da. Entschuldigt bitte, ich wollte eigentlich selbst kommen, aber ich kann nicht weg. Ich leite gerade die Evakuierung von Midgar. Ich habe zwar einen künstlichen Körper, aber ich werde mein Bestes geben. Wir sind wohl komplett. Nein, Yuffie fehlt. Sie kommt nicht. Wenigstens hat sie diesmal nicht unsere Materie geklaut, Gott sei Dank. Wie kannst du sowas sagen? Ich bin den ganzen Weg mitgekommen, obwohl ich ständig seekrank war. Denkt ihr, ich schaue dabei zu, wie ihr den Kuchen unter euch aufteilt? Willkommen zurück, Yuffie. Hey Cloud, sehr nett, dass du das sagst. Bist du krank oder was? Naja, egal, du findest mich wie immer in der Halle. Ich danke euch allen. Wegen dir bin ich nicht zurückgekommen. Es war nur wegen Marlene. Schätze, es sind meine, wie soll ich sagen, Gefühle gegenüber. Naja, sie ist zwar nicht mehr hier, aber... Oh Gott, wie lange geht denn das Gesülte noch? Obwohl sie nicht hier ist, hat sie uns eine letzte Chance verschafft. Wir dürfen nicht aufgeben. Jetzt macht endlich mal hinne. Eris, sie hat am Ende gelächelt. Wenn wir nichts machen, erstarrt ihr Lächeln. Lasst uns alle zusammengehen. Die Erinnerung. Sie hätte schon längst zum Planeten zurückkehren müssen, aber irgendwas hält sie auf und sie sitzt fest. Wir müssen Eris Wunsch wahr machen. Ja. Will jemand noch aussteigen? Nein. Fertig, Sid? Ja. Hier sind zwei Hebel, die mich seit einiger Zeit schon reizen. Lasst mich ausprobieren. Also gut, wohin? Du entscheidest, Cloud. Das ist unser letzter Kampf. Unser Ziel ist der Nordkrater. Unser Feind, Sephiroth. Dann mal los. Wir haben den Nordkrater fast erreicht. Warte nur, Sephiroth. Mann, dem werde ich's zeigen. Was ist los, Sid? Hat zu viel Energie, verliere die Kontrolle. Oh Mann, ey, ihr seid solche Lappen. Ihr wollt gerade los und dann passiert sowas. Macht, dass ihr hier wegkommt, Idioten. Habe ich euch nicht befohlen, nach Hause zu gehen? Ja, Sir, dies ist unser Zuhause. Ihr kommt euch wohl cool vor. Also gut, ihr Spaßvögel, haltet mich gut fest. Was? Bungee! Ende von Teil 2. Spielen dieser Stelle auf der Festplatte sichern? Ja, na klar, machen wir das. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 7 auf der dritten Platte sozusagen, wieder im dritten Teil. Und vielen Dank fürs Zuschauen.